Das wird sich jetzt vielleicht ändern. Ein Kleiner fordert die Großen heraus. Zack Speed, der erste Formel-1-Renner aus einer privaten deutschen Autoschmiede, will schon in dieser Grand Prix-Saison die großen Formel-1-Teams das Fürchten lehren. Nach der ersten Reißbrettzeichnung dauerte es nur 16 Monate, bis der Wagen rennfertig auf der Piste stand. Mit Ausnahme der Reifen ist alles selbst gemacht. Dem Vierzylindermotor bläst ein Turbolader 800 Pferdestärken ein, genug, um auch bei superschnellen Pistenjagden mitzuhalten. Konstrukteur, Finanzier und Eigentümer des Zack Speed ist Erich Zakowski, ein Autohändler aus der Eifel, der jahrelang Sportwagen auf Hochleistung trimmte und sich jetzt einen Traum erfüllt, an die Tradition der berühmten Silberpfeile von Mercedes anzuknüpfen und zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder einen rein deutschen Formel-1-Wagen auf die Piste zu schicken. Die Premiere von Zack 1 im teuren Grand Prix-Zirkus ist auch finanziell abgesichert. Sponsor ist eine deutsche Zigarettenfirma, die davon beeindruckt war, dass der Newcomer bei Testrennen schon fast genauso schnell war wie die etablierten Stars der Formel 1.